So, hallo liebe RetaKompott-Zuschauer, herzlich willkommen hier direkt aus dem Chaos Computer Museum und wir versuchen halt mal was Neues und zwar versuchen wir das Ganze mit Video aufzunehmen, so ein wenig und die Patreon-Kiste auszupacken, das Ganze ein wenig zu zelebrieren. Und weil ich das allein nicht machen will, sondern da schon links neben mir, da herüben schon wer ganz, ganz nervös ist und herumhüpft, komme ich mal der Erste. Das ist mein Großer, der Alexander. Sag hallo, mal linken. Hallo. Und dann habe ich mir noch weitere Verstärkung dazu geholt. Und zwar auch meinen zweiten. Maximilian. Den Maximilian, genau. Und wir werden jetzt gemeinsam versuchen, diese Kiste auszupacken, die uns die RetaKompott-Jungs so schön geschickt haben. Da waren schon vorher jede Menge von diesen Styroporkügelchen drin, die haben wir mal rausgenommen, damit es uns nicht so lange auffällt mit dem Rausnehmen. So, und jetzt wollen wir mal sehen. Zuerst haben wir mal jede Menge Disketten. Natürlich alles Leerdisketten, ja? Ganz viele Leerdisketten. So. Die sind zwar beschriftet, aber es sind definitiv Leerdisketten, ne? So, ui, noch welche. Und der Maximilian hat da schon was gefunden, und zwar einen Joystick. Von Creative. Für den PC, wie wir hier sehen. Und Analog-Joystick. Stellt es mal auf die Seite. Super. Da haben wir einen Antennenumschalter für den Fernseher. Die geht ganz einfach. Neue. Die geht ganz einfach, genau. Noch mehr Disketten. Disketten. So, und was haben wir da? Da zieh mal raus. Noch mehr Disketten. Da zieh mal raus, Alexander. Disketten. Genau. Ein Subwoofer. Kabel, das ist ein Subwoofer. Bin ich eingeladen, aber der sollte noch grundsätzlich funktionieren. Können wir schauen. Aber das bringt mich doch der Chirurgie-Vorflossen. Ich weiß nicht, aber das bringt sich. Müssen wir dann schauen. Auf jeden Fall haben wir noch Füllmaterial alias Disketten. Und viele Disketten. Noch mehr Disketten. Hey, was ist das? Chirurgie-Vorflossen, so viele. Langsam, Maximilian, da ist ein Kabel drauf. Warte ein bisschen. Hier sind noch mehr. Nicht so wild, da muss man vorsichtiger sein. Eine coole Kamera. Von Jumanji. Ein USB, ein V-USB-Card. Das sieht eher aus wie ein Beamer oder sowas. Kann das sein? Ein Beamer? Warte. Was ist das? Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber wir werden es ausprobieren nachher. Da gibt es doch sicher eine Anleitung im Internet dafür. Ein verkehrtes Spiegel. Ein Hammer USB PlayStation 2 Style Joystick. Controller natürlich. Langsam, ihr zwei. Warte. Nicht so wild. Eins nach dem anderen. So, den Hammer Joystick, den tun wir da dazu. Die Diskette kommt daher. So, jetzt tun wir mal zuerst da die auf der Seite die raus, damit wir dazu die Kabel dann dazu kommen. Ja. Warte, Alexander. Genau, und wie man sieht, unser Großer hat sich vor kurzem erst die Hand gebrochen. Am Montag. Ja. So, da sind noch ganz viele Leerdisketten. Ja, so viele. Warum gibt man nichts anderes? So. Da haben wir mal ein Mauspad, schon ein wenig labrig, aber grundsätzlich noch halbwegs schön von Hammer. Ein cooles Labrig. So, was haben wir hier? Oh, ein neues Spiel mit Wasser. Was haben wir da zuerst einmal? Ein Auto. So, NBA Live 2000, EA Sports Classic. No. Und schaut auf die alten da. Nein. So. So. Touring Car Championship. Ich mache ein bisschen Geräusche. Von Codemasters geht nicht. Nein, der macht keine Geräusche da im Hintergrund. Sonst hört man diese laut, bitte. So, da ist auch schlecht. Bitte nicht da vorne jetzt hin, weil dann sehen die Leute nur deinen Rücken. Gorki 17. Das ist ein Rollenspiel, wie es ausschaut. Das Geheimnis der NATO-Staaten bricht, dass das
Der ist aber cool. Genau, so, Gorki 17. Ja, die ist cool. Maximilian. So, auch schön. So, was haben wir hier? Ein Global Commander von Maximilian. Ups. Das ist ja eine Aufnahme, da darfst du jetzt nicht spielen damit. Für den Atari SD mit 512 Karam. Was haben wir da? Eine USB, nein, eine PS2-Tastatur. Von Speedlink. Rubberdum. Dann haben wir einmal Police Quest, der erste Teil, den ich gehasst gelernt habe auf dem Amiga damals. Diesmal ist es die Version für den Atari ST auch. Da. Schauen wir. Das Spiel Tunnel B1, wofür ich auch vor kurzem erst den Soundtrack bekommen habe, vom Lutz Osterkron. Danke nochmal dafür. Genau. Battle Isle, der Andoria-Konflikt, der Andosia-Konflikt, Entschuldigung, der Andosia-Konflikt. Und Sacrifice. So, wobei ich sagen muss, diese drei Titel habe ich mir extra bestellt bei einem Verkauf vom Robin. Kinder, lauft zwar bitte nicht da vorne herum. Ja, Alexander. So, was haben wir denn da noch? SSDs, Kingsoft. Kingston SSDs. 120 GB, 120 GB, 120 GB. Okay. Mal schauen, ob die wirklich noch funktionieren. Das wäre interessant. Schauen aber auf jeden Fall geil aus. So als Visitenkarten wären die irgendwie cool. Ja, was haben wir hier? Das dürfte die Steuereinheit sein. Dann haben wir hier noch eine Maus, USB. Eine Maus für einen Kauf. So, und da haben wir jetzt die Kabel für dieses 2.1 System. Einmal eine USB-Verlängerung. Das ist eine Fernbedienung mit der Lautstärke. Dann Kabel. Und das sind die beiden Monitore. Links, rechts. Jawohl. Logitech 2-in-1 System. Ganz wunderbar. So, dann einen Stromverteiler scheinbar. Und noch ein Anschlusskabel an die Soundkarte. Passt, dann haben wir da, glaube ich, alles. Sag ich vielen, vielen herzlichen Dank, liebe Retro-Kompatis, für dieses ganz, ganz ausgezeichnete Paket, da wo ich mich sehr drüber freue. Und besonders interessieren wird mich, was das hier ist. Da bin ich schon wirklich sehr gespannt, was das denn. Eine Kamera. Was das denn scheint. Nein, Kamera kann ich nicht. Das wird schon irgendwas anderes sein. Irgendein Effektgerät. Na, wir werden sehen. Bin schon sehr gespannt. Also dann, danke fürs Zuschauen und danke fürs Zuhören. Und ich wünsche euch noch eine schöne Retro-Zeit. So. Und ihr zwei Schlingel. Macht's mal weiter da.